Willkommen zurück bei Far Cry 6 und Roderick Evil. Ich bin der Roddy und ich bin schon richtig heiß auf eine weitere Partie und vor allem eine zweite Folge Far Cry 6. Wir nehmen jetzt gleich den ersten Auftrag an von der guten Carla, glaube ich, heißt die Gutste. Zeit, dass Juan nach Hause kommt. Ja, aber vorher schauen wir uns noch ein bisschen um. Was haben wir hier? Handschriftliche Liste, freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Aha, okay. Das ist die Agenda der guten Rebellenanführerin hier. Und dabei wollen wir die Gute natürlich unterstützen. So. Dann schauen wir mal, was unser erster Auftrag ist. Danny. Ich habe diesen Archipel mit einem Mann namens Juan Cortés angegriffen. Er hat mir geholfen, Libertad aus dem Nichts aufzubauen. Juan ist ein Meisterspion aus der Zeit vor Castillo. Er kann eine Langstreckenrakete aus einer Eiswürfelform bauen. Der hat Missionen für Espinosa und den KGB durchgeführt und ist dann aus Spaß zur CIA und zum Mossad gegangen. Juan ist mein Mentor. Er ist außerdem psychisch labil und Alkoholiker. Als wir es verkackt haben, war ihm das so peinlich, dass er direkt mein Lager verließ. Castillos Soldados hätten nichts lieber, als einen Doppelagenten wie Cortés zu schnappen. Ich brauche ihn zurück bei Libertad, Dani. Mit uns ist er fertig, aber dich kennt er noch nicht. Hier, die Ohrstöpsel hat Juan zur Kommunikation gebaut. Geh ins Dorf. Wenn ich du wäre, würde ich zuerst in der Kantine nachsehen. Okay, der gute Juan ist also labil und ein Alkoholiker. Klingt auf den ersten Blick erstmal sympathisch. Wir nehmen die Mission natürlich an. Geh runter ins Dorf und bring mir Cortés. Mach ich. Ich hoffe für dich, dass er nüchtern ist. Hoffe ich doch. Soll diese Arschgeige wirklich hier bleiben? Okay, Notizbuch. Okay, hier können wir dann quasi alles Mögliche anschauen. Die Karte beispielsweise. Ihr seht schon, das hier ist so die Startinsel und das hier ist nachher die Hauptinsel. Da freue ich mich schon drauf, da gibt es auf jeden Fall einiges zu erkunden. So, Arsenal. Gut, wir haben natürlich hier dieses Gewehr ganz neu. Aber genug im Menü rumgeguckt. Los geht's. Okay, was haben wir hier? Du bist neu hier, hä? Oh, ein Munitionstrikot. Paar fesche Klamotten. Was macht das? Verteidigung gegen Weichziel, Spreng- und panzerbrechende Munition wird leicht erhöht. Läuft. Und sieht auch schick aus. So. Nichts verloren. Ihr seht also, es lohnt sich durchaus, sich hier ein bisschen umzuschauen. Drohen wir hier mal ein bisschen rum. Hola. Na, alles fresh bei dir? Was? Ja, Seilrutsche, mal gucken, wo die mich hinführt. Bam. Ihr seht da hinten zu dem gelben Fleck, da müssen wir hin. Ihr seht auch hier die blauen Blümelein, die zeigen mir genauso wie die blauen Pfeile so den Weg. Da kann man sich eigentlich nicht mehr verlaufen und man spart Zeit. Danny, wie ist der Kopfhörer? Hörst du mich gut? Klar und deutlich. Dieser Spionagekram funktioniert, Clara. Muss ich zugeben. Schön. Lass deine Waffe im Holster, wenn du keinen Ärger willst. Vor allem da, wo viele Soldados stehen. Si, verstanden. Ein kluger Guerriero sucht sich seine Kämpfer aus. Suerte. Okay, wir müssen also unsere Waffe wegstecken, um nicht großartig aufzufallen. Dazu müssen wir Q halten. Alles klar, machen wir. Und einmal Waffe holstern. Okay, ihr seht also, wir sind etwas weniger auffällig, wenn wir die Waffe nicht in der Hand haben. Können sie einfach wieder ziehen, ansonsten einfach bopp, wieder weg. Das war eine wichtige Information, Clara. Danke. Kriegt man da nicht irgendwie Bock auf Urlaub, wenn man sich hier diesen Sonnenuntergang anschaut? Denke schon.
Okay, dann suchen wir mal die Bar. Wir suchen nach dem Juan Cortez. Ich will keinen Ärger. Juan, wo bist du? Versoffener kleiner labiler Penner. Das könnte Juan sein. Könnte sein. Heute saufen wir in der schlimmsten Kantine von Yara. Oder war es Kolumbien? Kirat? Oder Tschetschenien? Lass die Flasche hier. Ist einfacher für dich. De nada. Guapo, hör zu. Regel 16. Eine Guerilla-Revolution endet nie. Es gibt immer noch einen Krieg. Noch eine Kantina. Noch einen hässlichen Barmann. Juan Cortez? Das hat mich wohl verraten, Guapo. Das ist kein scheiß Zoo hier, Abuelo. Clara wollte, dass ich dich finde. Sie. Ich habe gelernt, ihre Befehle nicht anzuzweifeln. Wirst du auch. Hey, ich kenne dich. Das glaube ich nicht. Doch, ich kenne dich. Als würde ich in einen Spiegel schauen. Was laberst du denn da? Diese Augen, Guerriero. Du findest Geschmack, redest dir ein, ein Held zu sein und wachst dann als Junkie auf. Ganz wie Juan Cortez. Das ist doch Zeitverschwendung. Kannst du pfeifen? Was? Nee, du kannst nicht pfeifen. Coño! Falapinga! Du verfickte Ratte. Du bist tot sowieso mehr wert. Sieh, Guapo liebt dich. Und ich versau dir eine Ausgabe meines Buches. Bueno, mis socios, vámonos. Gute Gäste wissen, wann sie gehen sollten. Okay, jetzt weiß ich, was mit labil gemeint war. Ich stecke hier aber ganz schön ein. Okay, Guapo räumt da hinten ordentlich auf. So, erstmal noch ein bisschen Munition einsammeln. Bin direkt hinter dir, alter Mann. Haben wir hier noch irgendwas einzusammeln?
Komm mit, Guapo. Guapo will dein Freund sein. Oder vielleicht muss er auch nur kacken. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Und wer wäre? Guapo. Okay, Guapo ist jetzt mein Amigo. Okay, schließe Herausforderungen ab mit deinen Amigos, um Spezialfähigkeiten für sie zu bekommen. Okidoki. Okay. Du hast schon mal geschossen, das sieht man. Wie heißt du? Ranjo. Danny. Clara sagt, du bist eine Legende. Ex-KGB, Ex-CIA. Ich hab mehr Exen als deine Oma Zahnlücken. Einige Männer zerschlagen Eier zum Frühstück. Aber Juan Cortez, der zerschlägt ganze Länder. Manchmal sogar vor dem Frühstück. Warte. Planänderung, Danny. Vamos. Der Plan lautet, in Claras Lager zurückzukehren. Was verdammt machen wir hier? Hey, Juan, was machen wir hier? Und wo ist Guapo? Das heißt, dass der Wachturm gerade eine Vorratslieferung bekommen hat. Mit den seltensten Materialien, die du auf Yara finden kannst. Du wirst sie dir holen. Jetzt soll ich auch noch klauen gehen für dich? Schießpulver und Supremo-Kleber. Das klassische Herrengedeck jedes Improvisationskünstlers. Ich zeig dir, wie man Upgrades für Waffen herstellt. Denn das ist erstens cool und zweitens entspricht es Regel Nummer 9. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Kommst du auch mit? Scheiße, nein, du hast Guapo. Mit ihm kannst du alles aufmischen, aber wenn du heimlich vorgehen willst, dann nimm ihn besser nicht mit. Das Kerlchen kann sich schlecht beherrschen. Okay, na dann geht's los. Immerhin bist du hier. Guapo. Ob ich bewaffnet bin oder nicht, hier schießt das Militär sofort. Guarda el arma. Ahora. Okay, okay. Ach du Scheiße. Du kommst mir nicht weg drauf. Nazi, andere. Angriff, Guapo. Hose dir, Guapo. Okay, was haben wir hier? Das ist schon viel besser. Yeah. Tja, Guapo. Guapo lässt es sich schmecken. Warum auch nicht? Nicht einmal Libertad. Was Yara tötet. Schätze, das könnte nützlich sein. Wir tolerieren fehlgeleitete Meinungen, Gesetzesuntreue und kranke Perversionen. Toleranz ist nur eine Ausrede für Schwäche. Ich sage, setzen wir der Toleranz ein Ende. Packen wir den Dolch der Schwäche mit beiden Händen und reißen ihn uns aus dem Körper. Noch mehr Scheiß für Juan. Nur so kann Yara wirklich genesen. Okay, warum kann ich jetzt hier diese Vorratslieferung nicht nehmen? Oh,
Ich verstehe jetzt irgendwie nicht ganz, was ich hier machen soll, weil eigentlich müsste ich das hier nur einsammeln. Este es un anuncio especial del presidente Anton Castillo. Wer ist Clara Garcia? Wer ist Libertad? Wie entsteht eine Guerilla? Ich sage es euch. Jeder Guerriero ist Ergebnis eines Versagens. Sei es Charakterschwäche, fehlende Moral oder... Tja, da bin ich jetzt auch irgendwie überfragt. Jedes Mal, wenn wir versagen, wird ein Guerriero geboren. Wir müssen diese Fehler ausmerzen. Ich hoffe mal, das ist jetzt kein Bug. Den Tugenden eines wahren Jaranas. Dem Credo unseres Paradieses. Okay, wir müssen also E gedrückt halten. Wäre schön gewesen, wenn das irgendwo gestanden wäre. Okay, und wir haben die 4 Vorräte. LOL. Ich habe dein Zeug gefunden, Paul. Gute Arbeit, Danny. Und jetzt kommen wir in den Busch. Wir müssen zurück in Klaras Lager. Das sag ich doch die ganze Zeit. Okay, auf geht's zurück in Claras Lager. Okay, wir haben mehr als genug. Und jetzt ziehen wir endlich Leine. Machen wir. Was ist denn das für Kram hier? Brauchst du was? Geduld, Danny. Regel Nummer 8. Ein Guerriero kann warten. Wie eine Spinne oder ein Serienmörder. Wie bist du eigentlich in diesem gottverdammten Loch gelandet? Ich war auf einem Flüchtlingsboot. Wir kamen nicht weit. Ja, und ich bin in einem Heli bei unserer Mini-Invasion von Santuario hergekommen. Ich wurde vom Himmel geschossen. Nein, ich meine, was ist deine Geschichte? Ich bin in einem Waisenhaus in Esperanza aufgewachsen und dann zum Militär gegangen. Ich bin kein Guerriero. Ich helfe Clara nur, bis sie mich von dieser Insel runterbringt. Regel Nummer 20. Einmal Guerrilla, immer Guerrilla. Das reicht mir jetzt. Zu spät. Das Pferd ist aus der Scheune und jetzt sind die Kinder voller Koks, Danny. Du hast keine andere Option. Amerika ist meine Option. Natürlich. Meinst du, die Amerikaner sind scharf auf jaranisches Blut? Den American Dream gibt es nur für Amerikaner, Danny. Du gibst nie auf, oder? Nein, Guapo hasst aufgeben. Coño. Wenn ihr euch so nah seid, warum folgt er dann mir? Guapo begleitet die, die ihn brauchen. Wie ein Therapiehund in deinem geliebten Amerika. Du kannst Guapo dein Leben anvertrauen. Ja, so weit bin ich noch nicht. Lass dir Zeit. Dein Heli ist bei der Invasion abgeschossen worden, oder? Kriegst du ihn wieder hin? Damit ich dich zu den Yankees fliegen kann? Oh nein, ich... Er sitzt am Boden fest, aber ich arbeite dran. Geduld, Danny. Höchste Zeit, dass Juan Cortés dir zeigt, wie man etwas aus nichts macht. Hab ich dir je von Regel Nummer 9 erzählt? Gerade eben, ja. Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. Eine echte Lebensweisheit. Oh, okay. Ganz schön frescher Typ, dieser Juan, wenn ihr mich fragt. Kann den jetzt schon richtig gut leiden. Wie viele noch? Die Legende kehrt zurück. Die Legende muss mal pissen, Treffer. Wer ist das? Sie war mal Journalistin und wagte es, Anton Faschist zu nennen. Jetzt ist die Paria Sklavin für sein Paradies. Und nicht die einzige Dani. Jetzt lernst du was übers Improvisieren. Mit 6 habe ich einen Kettensägenmotor an mein Fahrrad gebaut. Durch die Blockade muss ich jeden Tag improvisieren, Juan. Das ist Überleben. Für uns heißt das nicht, mit dem klarzukommen, was man hat. Wir richten Chaos an. Mit allem, was wir haben. Sprich weiter. Die beste Waffe der Guerilla ist eine gute Werkbank. Los, Danny. Mach dich mit dir vertraut. Jo. Nehmen wir uns zuerst mal die Waffen vor. Nicht so ungut, aber dein Sturmgewehr ist ein bisschen primitiv. Regel Nummer 9.
Verwende immer das richtige Werkzeug für den Job. In diesem Fall Schießpulver und Schrott. Manchmal liege ich nachts wach und frage mich, Juan, wie könnte man Menschen noch schneller töten? Die Antwort lautet, Weichzielgeschosse. Ausgezeichnet, Danny. Jetzt kannst du Gegner platzen lassen wie eine reife Wassermelone. Okay, wie sieht dein anderes Gewehr aus? Welches andere Gewehr? Mal angenommen, dein Ziel hat heute daran gedacht, Helm und Weste zu tragen. Dann brauchst du panzerbrechende Munition. Diese Geschosse fliegen schnell und geradeaus. Prima. Jetzt hast du deinen eigenen Vorrat an Hochgeschwindigkeitskriegsverbrechen. Sehen wir uns deine Aufsätze an. Es wird Zeit, deinen ersten Schalldämpfer herzustellen. Der macht aus einem Peng einen Puff. Allerdings auf Kosten der Reichweite. Siehst du, wie einfach das war? Jetzt kannst du Gegner mit lautlosen Kopfschüssen umlegen wie ein echtes Arschloch. Die Werkbank ist dein Freund, Danny. Ein Freund mit gewissen Vorzügen. Okay. Ich bin richtig krasser Bastler. Verdammt. Schachenbauen macht süchtig. An dieser Werkbank kann man ein neues Yara errichten. Okay. Einsatz abgeschlossen. Du kannst Impro-Waffen an der Werkbank mit verschiedenen Materialien verbessern und anpassen. Stielmaterialien von militärischen Vorratslieferungen. Jage Tiere und tausche ihr Fleisch gegen Materialien ein. Okay, mach ich. Läuft. So, das war's dann auch mit dieser Episode Far Cry 6. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen da. Vielleicht ein Abo, das würde mich natürlich am allermeisten freuen. Und schreib mir einen Kommentar, denn das befriedigt den YouTube-Algorithmus. Und dann würde ich euch sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns bei der nächsten Episode Far Cry 6. Bis bald!